Die Gefahr eines Atomkrieges ist real. Innerhalb von Sekunden kann ein vielleicht falsch interpretiertes, eigentlich harmloses Ereignis zum Auslöser einer Atomkatastrophe werden. Und manche Länder wie Nordkorea versuchen sie sogar zu provozieren. Doch nicht nur die direkte Zerstörung durch die Atomwaffen selbst und ihre radioaktive Strahlung, die unzählige Menschenleben kosten würden, wäre die eigentliche Katastrophe eines Atomkrieges. Die wirkliche Katastrophe eines atomaren Schlagabtausches wäre eine andere. Was genau wohl mit großer Wahrscheinlichkeit das gesamte Leben, wie wir es bisher kennen, auf dieser Welt ausrotten würde, erfahrt ihr jetzt bei Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. August 1945. Zwei Atombomben lösen jeweils eine riesige Druckwelle aus, die innerhalb von Sekunden die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki und ihre Umgebung dem Erdboden gleichmachen. Zehntausende Menschen verbrennen. So unvorstellbar tragisch die Konsequenzen der beiden Atombomben von 1945 waren, umso tragischer ist, dass die heutigen Atomwaffen sogar noch einmal deutlich gefährlicher sind als die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki. Und schon diese Atombomben haben damals knapp eine 250.000 Menschen getötet. Wie müssen wir uns also das Szenario vorstellen, wenn die Welt jetzt in einen Atomkrieg schlittern würde? Die genauen Ausmaße kommen natürlich auf die Menge der eingesetzten Waffen an. Ich lege euch die Fakten jetzt mal auf den Tisch und das nicht, weil ich euch Angst machen will. Danke übrigens an dieser Stelle an Heartbroker, von dem der Vorschlag für dieses Thema kommt. Die erste Reaktion bei solchen Themen ist menschlicher Natur, Augen und Ohren zu und raus damit aus meinen Gedanken, denn die Bilder im Kopf sind tatsächlich kaum auszuhalten. Doch findet ihr es nicht alarmierend, dass die meisten Männer, die über die Macht von Atomwaffen verfügen, im Grunde auch bereit sind, diese im Ernstfall einzusetzen? Und das sind nicht wenige. Weltweit gibt es schätzungsweise etwa 14.000 Atomsprengköpfe. Jeder einzelne davon ist in der Lage, etwa 100.000 Menschen auf einen Schlag zu töten. Sie töten einfach alles und werden deswegen von der Nichtregierungsorganisation ICAN, internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, auch als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingeschätzt. Um es noch einmal klipp und klar auf den Punkt zu bringen, das heutige Waffenarsenal reicht tatsächlich aus, um einen mehrfachen Overkill auszulösen, also die mehrfache Zerstörung unseres Planeten und nahezu sämtlichen Lebens. Und jetzt bitte nicht 14.000 mal 100.000 rechnen, das wäre nämlich eine Milchmädchenrechnung. Und dass sich nun plötzlich irgendeine Atommacht auf dieser Welt, sei es nun Nordkorea, Russland, die USA, Pakistan oder Indien, dazu entscheidet, Atomwaffen einzusetzen, das ist nicht weit hergeholt. Da reicht nur ein falsch interpretiertes, eigentlich harmloses Ereignis, ein unbedachtes Wort zur falschen Zeit oder eben auch ein aufbrausender Charakter, der bedauerlicherweise aber einen mächtigen Posten an der Spitze eines Landes innehat. Gehen wir zunächst mal von einer einzigen Atombombe aus, die über einer Stadt wie Berlin gezündet würde. Eine Trident-Rakete mit einer Sprengkraft von 455 Kilotonnen. Zum Vergleich, die Hiroshima-Bombe hatte eine von 15 Kilotonnen. Der Feuerball hätte einen Durchmesser von etwa 1,8 Kilometern. Jedes Lebewesen, was sich in einem Radius von 8 Kilometern befindet, würde Verbrennungen dritten Grades erleiden, also eigentlich mit hoher Wahrscheinlichkeit tödlich. Auf einer Fläche von 16.000 Quadratkilometern gäbe es radioaktiven Niederschlag. Etwa 230.000 Menschen würden sofort sterben. Etwas mehr als 50.000 würden verletzt sein. Dies hätte zum einen die ausgelöste Druckwelle der Bombe selbst, zum anderen aber auch die enorme radioaktive Strahlung zu verantworten. Doch dies sind wohl nicht die einzig wirklich tragischen Konsequenzen eines Atomwaffeneinsatzes, vor allem wenn es mehrere Atomexplosionen sind. Ein Wissenschaftlerteam aus New Jersey hat mithilfe von modernen Klimasimulationsprogrammen herausgefunden, dass eine weltweite atomare Eskalation unser Weltklima völlig aus dem Gleichgewicht bringen würde. Und das, so die Forscherinnen und Forscher, sei die wahre Katastrophe an der atomaren Eskalation. Die Explosion der Atombomben hätte zur Folge, dass riesige Mengen an Staub aufgewirbelt werden. Diese würden durch die unvorstellbare Hitze, genau wie die Asche, die durch die Brände entsteht, bis zu 80 Kilometer hoch in die mittlere und hohe Stratosphäre gelangen. Bedingt dadurch, dass die Partikel dort mehrere Jahre bleiben würden, so sagt das Forscherteam, würde kaum mehr Sonnenlicht zur Erde gelangen. Der sogenannte nukleare Winter ließe die Durchschnittstemperatur auf der Erde um bis zu 8 Grad Celsius sinken. Und das wäre tatsächlich Eiszeitniveau. Die Wissenschaftler
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus New Jersey sind sich sicher, dass dies auch in Regionen auf der Erde, die weit ab vom Ort des Atomkriegs liegen, große klimatische Konsequenzen zur Folge hätten. Vor allem das erste Jahr, so sagen die Forscherinnen und Forscher, würde besonders schlimm werden. Die extreme Kälte ließe Böden gefrieren und Pflanzen sterben. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, schätzt, dass mit den weltweiten Getreidevorräten etwa 80 Tage lang die komplette Weltbevölkerung ernährt werden könnte. Doch dann ist Schluss. Eine weltweite Hungerkatastrophe würde seinen Lauf nehmen. Und nicht nur die extreme Kälte, sondern auch die UV-Strahlung, die nun durch die zerstörte Ozonschicht fast ungefiltert auf die Erde treffen würde, und zwar im Nachgang, wenn der Staub sich gelegt hat nach einigen Jahren, würde die noch wenigen Pflanzen eingehen lassen. Das Resultat, die Ernte fiele aus und wohl die meisten, die nicht sowieso schon durch die Druckwellen der Atombomben, das Feuer oder die Strahlung ihr Leben verloren hätten, werden spätestens dann in diesem Szenario verhungern. Nicht zu vergessen auch das soziale Chaos am Anfang des Szenarios, das wohl relativ schnell ausbrechen würde und das Überleben für jeden Einzelnen vor uns zu einem wahrhaftigen Kampf machen würde. Katastrophen wie der Hurricane Katrina haben gezeigt, dass Menschen, die in ihrer Existenz bedroht sind, zu allem bereit sind. Die Zivilisation würde sofort zusammenbrechen, denn dann lautet das Motto wohl, jeder kämpft für sich. Das Forscherteam aus New Jersey war übrigens selbst überrascht von ihren Ergebnissen. Verwundert zeigten sie sich vor allem darüber, dass auch wenige Waffen mit einer eher geringen Sprengkraft große globale Folgen haben könnten. Ihren Berechnungen zufolge seien diese in der Lage, pro Kilotonne Sprengkraft mehr Opfer und Rauch zu verursachen als diejenigen Atombomben mit großer Sprengkraft. Es gibt allerdings auch Szenarien, nach denen Menschen in bestimmten Regionen der Welt einen Atomkrieg überleben könnten, nämlich in denjenigen Gebieten, in denen die Temperatur etwas weniger sinkt. Den Simulationsrechnungen zufolge wäre dies in der Äquatorregion und an der Südspitze von Südamerika und in Australien der Fall. Eventuell könnten einige Pflanzen, Insekten und Fische die Dunkelheit und die starke UV-Strahlung aushalten und somit den Menschen als Nahrungsgrundlage dienen. Es ist also ein ziemlich düsteres Bild im wahrsten Sinne des Wortes, das ich hier aufzeigen musste. Es sollte uns eine Warnung sein und wir sollten wirklich alles Menschenmögliche tun, um dieses Szenario zu verhindern. Ein Atomkrieg führt einzig und allein zu einem furchtbaren Ende für wahrscheinlich alle Menschen. Ich möchte und muss hoffentlich nicht mehr über dieses Thema berichten. Wenn ihr mehr über andere interessante Themen erfahren wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den auf die Glocke. Hier geht es weiter mit dunkle Materie, Rätsel gelöst, spielen schwarze Löcher eine Rolle. Das ist wirklich ziemlich spannend. Also am besten draufklicken und ansonsten bis dann. Bleibt dran.